mal gucken. Genau, du hast da schon einen höher gebaut jetzt. Und du hast jetzt aus Cobblestone zum Beispiel ein Haus gebaut. Ja, weil du vorhin dachtest mit Pflasterstein. Nee, ich dachte hier diesen hier. Das sind bei mir über Stonewigs oder Ziegel. Steinziegel. Steinziegel, ja. Ja, gut. Das nennt sich Pflasterstein oder Bruchstein? Ja, ist egal. Ich kann es gar noch umbauen, das ist kein Problem. Nee, ich denke, das ist jetzt nicht so von... Das ist ziemlich irrelevant, glaube ich. So, nur das mal so. Wollen wir wieder schlafen gehen, oder was? Achso, ja, ich habe jetzt natürlich kein Bett dabei. Das müsste man halt dann... Müsste ich mal abbauen und dann hier rausholen. Das wäre natürlich optimal, weil wenn jetzt uns dann ein Creeper in die Baustelle explodiert, ist natürlich nicht so... Nicht so doll. Würde ich sagen, die Nacht nächtigen wir noch hier und dann... Dann sollten wir mal umziehen. Ich habe jetzt vorhin, ich wollte jetzt eigentlich nebenbei immer noch ein bisschen Bergi Stream laufen lassen, aber ich kann nicht so viel Hip-Hop an einem Stück hören. Von so, von diese Black Music. Bei uns hat man früher immer Negermusik gesagt. Verstehen Sie? Ja. Falls zu einer höheren Prozentzahl von Immigrationshintergründigen, wo das hat ja nichts mit Negern zu tun. Also von Schwarzen halt, ne? Von. Mhm. Ja. Ja, ist das bei dir so? Du wohnst ja an der Grenze. Mhm. Hörst du viel so holländische Musik? Nein. So holländische Folklore? Nee. Obwohl das war einmal, ich glaube vor 2 Jahren, Karneval, war ein Lied aus Holland so extrem beliebt, aber so, sonst eigentlich fast gar nicht. Oder eigentlich gar nicht. Ja. Weißt du, was mir nie so bewusst war, und das ist ein bisschen, schon ein bisschen peinlich, dass jedes Land ja seine eigene Art von Volksmusik hat, die unglaublich feiern. Weißt du so? Mhm. So wie wir halt, keine Ahnung, momentan, hier, wir essen so groß gerade hier, wie heißt sie denn? Helene Fischer. Helene Fischer, genau. Und dass es sowas ja natürlich auch in anderen Sprachen gibt. Und die das übelst abfeiern und so. Das war, ja, weiß ich nicht. Ich bin irgendwie total, war ich sehr ignorant, muss ich sagen, was das angeht. Ach man, scheiß Skelett. Was machst du da mit dem Skelett? Das hatte ich nicht getroffen. Hier hast du einen Bogen. Ach, vielen Dank. Ich stand daneben und das hatte sich auf dich fokussiert, deswegen hat es mich nicht angegriffen, aber... Ja, immer dasselbe mit den Skeletten. Fokussieren sich immer auf den ohne Rüstung. Ja. Ah, der hat keine Rüstung, den erschieße ich. Das ist so ein bisschen so wie so in DayZ, ne? So. Naja, so ein bisschen. Ah, der hat kein gutes Gear, den knall ich ab. Also, der kann mir nicht gefährlich werden. Mhm, ja. Das sind halt die Leute, ne? Ja. Ja, so sind die Leute. Nee, das wollte ich ja gar nicht so machen. Der kommt nochmal raus. Was macht denn hier so ein Huhn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Finde ich aber auch jetzt nicht so geil, dass das Huhn da irgendwie so rumlungert und nichts tut für sein Vaterland. Ich könnte den Baum doch mal wegfällen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh! Mach es mit Taktik, Marcel. Das Mess, was ich mache. Ich war nicht sicher. Wie viel hast du gegessen? Nicht viel habe ich gegessen. Wieso willst du mit Creeperfleisch andrehen? Nein. Wie sieht's mit deinem Leben aus? Achso, nee, Leben ist noch voll, aber ich habe Hälfte Essen. Also ich muss dann schon bald mal irgendwann mir hier was unter den zwischen die Kauleiste brezeln, sage ich immer. Dankeschön. Dann brezel ich gleich. Wir müssten dann mal so ein Backshop oder sowas hier. Also ich will auf jeden Fall auch noch ein Feld haben, schön. Und ein Blumenbeet. So eine Gärtnerei, weißt du?
Das könnten wir eigentlich, könnten wir hier doch dahinter so eine, oder bei dir oder sowas, oder das steht hier so nah am Wasser, könntest du da vielleicht so ein, nee, ach so, da unten ist ja gar kein Wasser mehr, scheiße. Da müsstest du vielleicht dann doch hier vorne, oder irgendwo, weißt du, so eine Art so ein Fischereihäuschen oder sowas, Fischereibedarf oder so. Da hier oben vielleicht so ein kleines, was dann hier so mit dem Steg irgendwie runtergeht mit so einer Treppe und dann, au, da unten so ein, ne? Verstehen Sie? Ich verstehe, ja. Gut, das ist sehr gut. So, dann gucken wir mal weiter hier mit dem Häuschen. Ja. Ach so, dann müsste ich jetzt hier eigentlich komplett, kann ich dann doch gleich richtig ein Dach reinziehen hier. Hauptsache, da sind fast zwei Sticks hellgraue Wolle drin. Ja, die hellgraue Wolle brauche ich fürs Dach. Ich wollte es mal testen. Okay, also soll ich mein Dach erstmal weglassen, oder was? Ja, oder mit hellgrauer Wolle bauen. Ich baue das lieber mit Treppen, deswegen. Ach so. Das geht ja mit Wolle nicht. Nee. Weil ich dachte, ich probiere das jetzt mal, oder wir probieren das jetzt mal so mit farblich, weißt du? Ja. So eine Blockdach. Wenn man das nicht als Dach macht, sondern irgendwie an der Tür oder sowas. Das musst du mir zeigen. Ja, ich habe jetzt selber gerade keine Vorstellung. Da hat er also gar keine Vorstellung, aber ist nicht einverstanden. Genau. Genau, ich bin dagegen. Hauptsache, ich bin dagegen. Ja. Mir egal, was du sagst, ich bin immer dagegen. So. Ja, sowas, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das aussieht. So eine Banderole oder was? Ach so, da außenrum. Nein. Also kannst du ja sicher mal machen, aber ich versuch's jetzt hier mit einem Wolldach. Okay. Ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt. Ich möchte das irgendwie realisieren. So, und jetzt muss ich mir hier eine neue Kacktreppe bauen. Ist halt nur mal ziemlich gewichtanfällig. Ja, gewichtintensiv. Das ist ja sehr. Was? Nein, gewitteranfällig. Ja. Das Wolldach, wenn da der Blitz einfährt. Oh Gott, was passiert in meinem Inventar? What the hell? What has happened? Weiß ich nicht. Ach Gott. Was machst du hier für fiese Matenten? Hör auf! Okay. Verflixt nochmal. So wollte ich jetzt eigentlich. Ja, ich wollte mein Dach bauen. Genau. Du wolltest ein Dach kreieren. So, das machen wir jetzt mal so. Wir verändern das mal. Und mit normalem Stein sieht das aus. Oh, ich bin jetzt hier. Ich hab ja auch immer keine Vorstellung, was ich eigentlich, ne? Ist auch nie ein Plan, ne? Nee, ist alles improvisiert bei mir. Aber ich glaube, das merkt man auch. Dafür kennt man mich. Früher nannte man mich auch den Improvisator. Mhm. Und einer aus meiner ehemaligen Klasse, der ist kein guter Diskutator. Kein guter Diskutator, weil er so schlecht diskutatortiert. Mhm. Das hat er mal auf der Absturzfahrt vom Fußball gesagt. Also er war halt dann schon ein bisschen betrunken, aber... Okay. Er hat gesagt, ich bin kein guter Diskutator. Dann fing irgendwie der Trainer fing mit irgendwas an und er hat dann so gesagt, ja, können wir das morgen regeln? Ich bin heute kein guter Diskutator mehr oder irgendwie sowas. Naja, das war schon immer ganz lustig. Also so klein. Und warum spielst du keinen Fußball mehr? Ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr. Du hast keinen Bock mehr, dachte mir, was laufe ich diesem Ball hinterher? Genau. Herr Trainer, ja? Kannst du mir das jetzt eigentlich mal erklären, warum ich diesem Ball hinterherlaufen soll? ja, weil...
Die machen das halt, die machen das im Fernsehen und... Machen halt alle. Also ja, machst genau. Du das auch. Ja, los. Dann stell ich so blöd Fragen, sonst gibt's 3 extra Runden. Ja. So. So, wie baut man denn jetzt ein Dach aus Wolle? Deswegen baue ich das nicht. Also immer so ein drüber auf jeden Fall. Also kleine Häuser sind immer auch schwer zu dekorieren. Ja, na, fühlt sich auch so. Das fällt bei, je größer das Haus wird, desto leichter zu dekorieren, ne? Mhm. Ist schon so. Die Wolle sieht aber aus fast wie weiß irgendwie. Ist ja auch hellgrau. Kann man den nachträglich noch einfärben? Aber man kann hellgraue Wolle nämlich nicht mehr umfärben, ne? Hast du das ausprobiert? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, also ich habe es versucht mit Lapis Lazuli irgendwie zu machen. Das ging nicht. Warte gleich mal eben. Das war sehr frustrierend. Ich war etwas traurig. Oh, nur ein bisschen, ne? Ja, nun ist ja schließlich nur Wolle. Da wird ja auch wohl leicht traurig reichen. Ja. Ich bin gleich wieder da, warte mal. Warte, ich mach schon mal weiter. Ja. Ja, nicht, dass du jetzt gleich da 5 Minuten stehst und sagst, ja, ich sollte doch warten. Ja, exakt, genau. Das war jetzt nämlich mein Plan. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie eine Idee, die uns um Welten vorantreibt. Das Problem ist, wenn mir jetzt nämlich, und was das sie tut, sie nämlich die leichte graue Wolle ausgeht, wo kriege ich die wieder her? Ich weiß nämlich nur, dass ich ends viel davon habe, aber nicht, wo die herkommt. Was ist das denn von den Schafen? Ja, die sind doch wieder weiß, oder nicht? Oder ist denn jetzt immer noch hellgrau? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich meine nämlich, die sind weiß. Deswegen weiß ich auch nicht, wo du die hellgraue Wolle hast. Hm. Das willst du jetzt wohl gern wissen, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich sag nur, dass ich es nicht weiß. Also. Nie will jemand mal wissen, wo ich meine Sachen her habe. Kennen sie immer alle schon. Ja, wo hast du wohl hellgraue Wolle her? Wahrscheinlich von irgendeinem Schaf. Nein, nein. Also ich glaube nicht, dass du dir die Arbeit gemacht hast und Tintenfische gefarmt hast, oder? Doch. Und Spinnen. Ich habe dann aus den Spinnenseiden, habe ich dann... weiße Wolle, ne? Und dann habe ich das weiter vorangetrieben. Ja, wie ging das noch weiter? Da habe ich mir dann grau besorgt. Wo hast du das hergekriegt? Aus dem Faber Castell Malkasten. Okay, ja. Und dann habe ich das mit Deckweiß, also schwarz und viel Deckweiß, ja. Ja, okay. Und dann die Wolle reingetunkt. Das habe ich damals immer geübt mit, weißt du, so mit Mamas besten Baumwollklamotten. Und dann habe ich daraus halt graue Wolle gemacht. Und ja. Ich habe übrigens eine Aufgabe gekriegt. Wir sind jetzt schon eine Folge weiter wahrscheinlich. Da kannst du mir jetzt wahrscheinlich helfen. Und zwar, ja. Also du hast jetzt nicht die Wahl, ja. Oh, entschuldigt, habt ihr gerade den Beat von der Folge gehört? Das tut mir sehr leid. Der Flo Koch, ja, der hat uns 2 Aufgaben gestellt, also mir und dir, also. Okay. So, ja, da schlafen sie auch schon alle. Und zwar habe ich gesagt, ich erkläre alles. Ja. So, und jetzt müssen wir, Punkt 1, wir müssen erklären, die kompetitive Hemmung bei Enzymen. Also das ist ziemlich einfach. Und zwar geht es darum, dass die gehemmt sind. Ja. Unser kompetitiv. Ja, kompetitiv, und das heißt richtig. Ja, sie sind richtig, also sie sind nicht hemmungslos, sondern sehr gehemmt. Ja. Mhm. Das liegt halt daran, die
hatten eine relativ schwere Kindheit. Ja, ja, das stimmt. Und die sind halt jetzt da, wo sie jetzt erwachsen sind, merken sie, oh, ich weiß gar nicht recht, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen soll. Ich bin da irgendwie gehemmt, ja. Die anderen Enzyme und Klastolyten und so und blauen Blutpartikelchen und so, ja, die sind alle total easy und machen immer Party. Aber die Enzyme, die sind halt, die haben halt eine gewisse Hemmung, ja. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie geht man gegen diese Hemmung vor? Wie schaffst du es, dass dein Enzym nicht mehr gehemmt ist, nicht mehr so gehemmt ist, Marcel? Hast du da... Ja, da muss ich sagen, eigentlich habe ich das gar nicht so oft. Du hast keine Enzyme mehr. Doch, aber ich habe meistens noch vernünftige, die nicht so... Die sind nicht gehemmt? Die sind noch cool. Die sind noch cool, also das ist eigentlich sehr coole Enzyme, so. Ja, genau. Ja, das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob du da so diese Probleme hast. Meine Enzyme, ja, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich überhaupt Enzyme habe. Achso, das müssen wir mal herausfinden. Bestimmt sicher auch so... Zwei, drei, aber meine sind auf jeden Fall lauter als deine. Also, ist das so? Ja. Okay. Die sind auch teurer gewesen, ja. So, die sind nämlich... sind Apple-Enzyme, ja. Ah, dann sehen sie auch noch gut aus. Die sehen super aus und die kann ich Cloud synchronisieren. Das heißt, die sind nicht mehr also in mir, sondern kann ich auch jederzeit abrufen. Mhm. Also jetzt gehen wir mal davon aus. wir gehen mal davon aus. Ich bin in Shanghai und brauche unbedingt. Was willst du denn in Shanghai? Ja, ich Enzyme verkaufen auf dem Enzym-Schwarzmarkt. Oder ich mache Lehrgänge für gehemmte Enzyme oder sowas, ja. Ist okay, ja. Muss man ja alles, ja, darf man ja nicht ignorieren, sowas. Das ist ja ernstzunehmend, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt fehlen mir genau ein paar Wolle. Das ist ziemlich bitter, ja. Ja gut, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Haus irgendwie hässlich ist. Was soll ich sagen? Aber irgendwie... Irgendwie ist es doch schon... Also schön ist es jetzt auch nicht. Vielleicht, weil man halt dann doch irgendwie das so auf eine Linie bringen muss, oder? Weil hier da unten dieses Holzgerüst so weit nach vorne steht und hier oben nicht. Meinst du, das hängt vielleicht damit zusammen? Moment, was? Nochmal. Wenn man jetzt das so umbaut und hier dann so umbaut... Man sagt so, irgendwie, dann ist zumindest das hier gleich, der Rahmen außen. Macht das die Sache irgendwie besser? Soll ich dir mal sagen, womit ich immer relativ große Probleme habe? Womit denn? Dir mein Haus anzugucken, ohne Augenkrebs zu kriegen? Ja, das auch. Nee, aber wenn etwas nicht so richtig symmetrisch ist. Was ist denn nicht symmetrisch? Dein Haus. Wieso ist das nicht symmetrisch? Wegen dem hier rechts, wegen dem Balkon oder was? Ja, das zum Beispiel auch. Das ist doch nur ein Balkon. Rudi. Da kann man hier so reingehen, verstehen Sie? Mhm. Und dann können wir auf der anderen Seite rausgehen. Ja, du hast mir immer noch nicht mit meinem... Also ich hoffe, Flo, das war jetzt die Erklärung, wie... Was wollt ihr eigentlich wissen? Kannst du mir... die Hemmung bei Enzymen erklären. Ja, woher kommt die Hemmung auch noch? Wahrscheinlich von den Enzyminen, weil die immer lachen über das Enzym, weil es so klein ist und so. Ja, genau. Die sind nämlich in dem Alter besonders böse, die Enzyminen, ja? Mhm. Gerade wenn sie, also wenn ein Enzym ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist ihm das egal. Ja, dann sagt er, geh weg, ja, und vorher ist ihm das aber nicht egal und dann legt er noch sehr viel Wert auf die Meinung von den Enzyminnen, ja, und naja, daher kommt das halt und dann deswegen ist er halt dann für später gehemmt und dann studiert er irgendwie Sozialwissenschaft oder sowas
auf Lehramt oder so. Oder Deutsch und Geschichte oder weißt du, irgend sowas. Ja. Ja. Weil er sich von seiner sozialen Isolierung freikapseln will. Ja, ich denke, das haben wir damit gut erklärt. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, Flo, ich hoffe auch, das hat dir geholfen. Wir haben auch schon gleich die nächste Frage. Und zwar sollen wir erklären, warum die Pipi immer so komisch riecht, wenn man Spargel gegessen hat.